Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Tomb Raider. Mit der wahnsinnig in Lack und Leder gehüllten Lara Croft und dem Maid of Hate. Dormade of Hade ist immer noch mit dabei. Ja. So, und jetzt bin ich immer noch am überlegen, wo es hier überhaupt lang geht. So, hier ist hier irgendwas drin. Ja. Wo ist das blöde Biest jetzt? Da sind sogar zwei, oder? Ja. Jetzt ist er nicht mehr da. So. Hervorragend. Wunderbar. So. Jetzt haben wir ein tierisch krasses Problem. Hier oben reinzukommen. Über dem Tor, welches Lara vor sich hat, hängen. Das nach rechts angeln, sobald der Adler zu hören ist, noch mal zurück. Was ist denn hier? Dann ganz rechts zur Öffnung hangeln. Ich würde da nicht lang gehen, weil es ist wahrscheinlich wirklich schon der Weg für das Level. Aber was er hier erklärt, ne, da geht es zum zweiten Geheimnis. Ach so, hier bin ich. Ja, super, ich streng mich an, nur drüben reinzukommen, weil es ist, ich komme hier lang. Also, du sollst schon ins nächste Level gehen? Geheimnis, weiter Geheimnis. Nein. Ich denke mal, durch die Passage kriechen, da geht es weiter um das Level. Den blöden Fortschritt und so. Oh. Naja, wie gesagt, wenn du hier nicht aufpasst, dann gehen die Geheimnisse flöten, Alter, ohne Ende. Und wir haben hier gerade mal. Naja. Keine Ahnung, 5 Stück. Eben haben wir schon. Also noch 4. Achso, ich, warte mal, hier kann, wo kann man hangeln? Hier oder ist rechts? Ich habe keine Ahnung, da musst du dich mal umschauen. Ich hab hier auch völlig den Überblick verloren. Ui, guck dir mal, Leute. Ah, hangeln, ne? Jo. Ey, na, das ist doch fies. Und blim. Oder? Nö, noch nicht. Jo, komm mal mit deinem Arsch nach hinten hier. Ja. Mit deinem Arsch. Tatsächlich noch einer. Ich fass das nicht, Alter. Das kann man ja nicht mal sehen. Ist ja frech. Bling! Geheimnis Nummer 2! Jawohl! Zurückhangeln. An die links Türe hängen und durch die Passage kriechen. Rechts rum am Ende zum Schalter springen, den drücken, um einen anderen Schalter freizulegen. Zurück in die Passage kriechen. Nicht ums Eck, sondern geradeaus. Also wenn hier jemand mit Höhenangst unterwegs wäre, also im Gegensatz zu Lara, ja, das ist ja Wahnsinn. Quatsch. Gehe ich mal davon aus, guck mal. Ganz einfach hier. Irgendwas wird jetzt hier mit dem Schalter kommen, um den nächsten Schalter freizulegen. Ja. Gucken wir nochmal nach, um es dran aufzugeilen. 2 von 5 Geheimnissen. Ja. Da ist ein Schalter. Den einmal bitte betätigen, damit ich den nächsten Schalter frei. Jo, und drückst du. What? Wo war das denn? Ist wahrscheinlich in einem Fahrstuhl. Was für ein Fahrstuhl schon wieder? Warte. Wo nimmt der jetzt den Fahrstuhl her? Zurück in die Passage kriechen, nicht ums Eck, sondern geradeaus. Warte mal. Was ist denn hier drüben noch? Was ist denn hier? Was ist da denn? Ja, ich weiß. Aber ich will das wissen. Lara ist neugierig. Ich muss das machen. Ansonsten verweigert mir Lara den Gehorsam. Und so wie sie angezogen ist, muss ich Angst haben, dass sie mir die Peitsche rausholt. Hm?
Hau mir auf meinen Dingerling. Ja. Weiter möchte ich Okay. das jetzt nicht ausführen, das soll ein seriöses Let's Play sein. Also Egal, jetzt ob nicht um ich. die Ecke kriechen, sondern geradeaus, ne? Die Maus an dieser Von der Stelle. dritten, die dritte von den Folgen, die ich vorne aufgenommen habe, die lädt gerade hoch. So. Also, an die Kante hängen, loslassen, heruntergleiten. Warte, nicht so schnell. Heruntergleiten, die Blöcke heruntergehen, den Gegner beseitigen. Aha. Okay. Hier müssen wir Ey, jetzt guck doch hin. mal, wann haben wir denn da? Der da? Rechts die Blöcke hochklettern. Lara, dir macht niemand was vor, ich weiß. Rechts die Blöcke, hier so, also. Ja, und dann ist da eine Kletterwand, muss da sein. Es sind überall immer Kletterwände, also. Die da. Da. Ja, Ja. da komme ich wieder hoch. Ja, Jo. soll wohl so sein, ne? Nö, 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 warte mal. Wir sind doch neugierig. Wollen ja blindlings hier folgen, sondern wir wollen wissen, was hier gehauen, gestochen ist. Fackel. Hast du noch was dabei für mich hier? Für die Lara? Ich brauche Sachen. Ich brauche Sachen zum Schießen und zum Gewalt ausüben. Ja. Zu dumm, um eine Kiste hochzurennen hier. Ah, guck mal, was hier liegt. Den kann ich Ja. erkennen. War das? Uzi-Mumpeln. Sehr gut. Für unsere nicht vorhandene Uzi. Kriegen wir noch. Hier noch. Hervorragend. Aber So. noch nicht in, aber noch nicht in dem Ah, ich hab. Level. Ja. Wir klettern hier mal hoch, würde ich sagen. Ja, hochklettern, links. Jetzt Klettern zur Brücke klettern wir springen mal und zum rein. Levelanfang gehen. Alle vier Wege führen zum Levelanfang. Was sind hier auch noch hochklettern? Hochklettern, links hochklettern, steht hier. Wie links hochklettern? Ja, es steht links hochklettern. Der ist aber nur hier, das Ding hier. Wo es zum Level Naja, anfangen wenn da geht. zum Level anfangen geht, ne, dann cool. Zur Ja. Brücke springen und zum Level anfangen gehen. Was ist das eigentlich hier? Ah, siehst du da, jetzt ist links hochklettern. Lara, hoch hier. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, es ist schon spät, Leute. Donnerstag ist immer großer Aufnahmetag, ja, das ist furchtbar. Das ist furchtbar, wie gesagt. Ich hab's mir ausgesucht. Ich mache das ja freiwillig. So, wie war das jetzt nochmal vorhin mit dem zur Seilbahn kommen? Was? Ja, du musst wieder zur Seilbahn. Zur Ich sag mal so. Seilbahn. Ja, wieder vorhin Richtung Seilbahn hinunter. Nun aber von der Plattform, wo sich der umgelegte Schalter befindet, zur Dachplattform gegenüber springen. Ja. Ah, so. Und zapp. Na, warte noch, halt an, halt an. Ich lese mal noch mal genau vor. Wo sich der umgelegte Schalter befindet.
zur Dachplattform gegenüber springen. Du sollst da gar nicht rüber. Da sollst da gar nicht rüber. Hier befindet sich der umgelegte Schalter, richtig? Ja. Muss jetzt irgendwo eine Dachplattform gegenüber sein. Da liegt mir die Bäckchen. Ach, ich soll doch echt da hoch, oder was? Da, bis dahin kann man noch nicht springen, oder? Abwarten. Lara, schaffst du das? Ich vertraue dir, Baby. Ja, ja. Zurück und vorwärts, komm, hopp. Plattform gegenüber. So. Auf der das Medipack liegt. Deine Medipack liegt, genau. Ein Sprung ohne Handlungstaste in den Spalt hängen. Nach rechts hangeln, hochziehen, links weiter hochgehen. Mehr klettern, mehr klettern. Warte mal hier ganz kurz, Adler bekämpfen. Hä? Adler? Wo? Irgendwie kommt hier gleich ein Adler. Also, was auch. Hier unten ist es gefährlich, das ist. Rechts hangeln, hochziehen, links weiter hochgehen, rechts in die Passage gehen, am Ende der Arbeitsbühne vorbei, nach gegenüber springen, links hochziehen, den Adler bekämpfen und in der Ecke den freigelegten Schalter drücken und die Arbeitsbühne hochzufahren. Was ist denn hier hinten? Ich glaube, hier bin ich falsch, hier bin ich nicht da, wo du mich gerade hinführen willst. Ja, ah, hier sind die Adler. Mhm. Oh. Hier geht's tief runter. Wir gehen mal zurück hier. So. Dann gehen wir mal die Richtung hier. So. Guck mal rechts. Guck mal nur rechts. Brennst du oder was? Hier ist Feuer. 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 Oh, hopp. Oh, ich dachte jetzt hier blim. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, gerade hier geradeaus rüber zu springen. Aber ich glaube nicht, dass unsere Lara hier das schaffen wird. Ja. Links weiter hochgehen. Rechts in die Passage gehen, am Ende an der Arbeitsbühne vorbei. Nach gegenüber springen. Links hochgehen, den Adler bekämpfen und in der Ecke den freigelegten Schalter drücken, um die Arbeitsbühne hochzufahren. Arbeitsbühne, die habe ich doch gesehen, die Arbeitsbühne. Halt hier lang. Na aber. Lara, du widerspenstiges Biest, jetzt hör doch mal auf mit dem Faxen. Auf jeden Fall muss ja ein freilicher Schalter sein. Ja, ich glaube, wir sind hier teilweise richtig. Ja, aber jetzt sehe ich keinen freigelegten Schalter. Nee, der muss hier irgendwo anders sein. Adler bekämpfen habe ich gerade gemacht. Der liegt da unten. Hier ist hier unten vielleicht was? Ups. Na, das war aber gerade mit dem Paketsprung, wa? Jetzt bin ich immer noch hier. Und jetzt bist du abgefackelt. Nee, noch nicht. Soweit ist er ja gar nicht gekommen. Mm-hmm.
Alle, hopp da. Ja, danke. Ja. Die Schräge würde man runterrutschen, ne? Moment. Ich geh erstmal wieder hin dort. Speichern. Da hängt ein Wimpel. Sind wir in England? In London, klar, in London. Seit wann ist London in England? Ja. Das war ein Scherz. Hier, gucken wir mal, was wir hier machen können. Oh, das sieht doch verdächtig nach aus. Die Leute müssen denken, ich bin total fertig hier mit der Welt. Jo. Schalter. Jo. So, jetzt müsstest du da, wenn du jetzt zurückgehst, jetzt ist der Aufzug hochgefahren. Ich glaube, jetzt kannst du dich nach unten fallen lassen. Ja. Schau mal nach unten. Oder häng dich mal nach unten. Na, dann einfach mal ein Rückwärtssalto. Ja, wir können nicht sehen. Ich hüpf mal hier hoch. So. Das müsste ich doch schaffen bis drüber, oder? Ja, aber ich würde dir definitiv empfehlen, eh mal nur zurück zu. Jetzt immer. Geladen. Wo bin ich jetzt? Ich würde mal sagen, du hast den Schalter noch nicht umgelegt, wie er jetzt, ne? Nö. Ich glaube nicht. Das werden wir herausfinden, indem wir gehen und das einfach nochmal probieren. Zurückgehen, zur Gegenseite springen, rechts auf die Arbeitsbühne springen, den Adler bekämpfen. Also das war schon richtig gewesen jetzt, was wir vorhatten eigentlich. Ein neuer Tag und nichts hat sich verändert. Darüber reden wir noch. Jo, da ist die Bühne. Ja, trotzdem muss ich erstmal rüberspringen. Jo, hier rüber. Jo, Lara. Ja. Jetzt machst du den todesmutigsten. Lara, warte mal. Lara, hast du gerade dieses komische Geräusch von dir gegeben? Dieses Hai? Irgendwo ist der Adler. Guck mal, der ist in der Luft liegen geblieben. Na, ja, ist ja klar, der kann ja fliegen. Ist der Adler. Ja. Auf jeden Fall Adler bekämpfen, nach links zur Türe springen, mit dem Schlüssel öffnen, Moment. Da sind Fackeln, die lasse ich mir nicht entgehen. Ja, und da ist auch gleich der Schalter, denkst du, für den Schlüssel. Da öffnet sich eine Tür. Ui. Was ist denn hier runter, wenn ich von der Bühne runterklettere? Ich wohl nicht mehr. Zumindest erstmal noch nicht, also. Da unten könnte ich runter. Drin, Lara, nimm doch mal deinen Knackbohr weg. Dort drin ist jetzt nochmal ein Schalter. Du bist echt mutig. Jo. Hier rennt doch irgendwas rum. Ich höre doch die Schritte. Ja, vielleicht kommst du da noch nicht ran. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Schalter. Das sind die Kunden. Da. So, und dann heißt es, Schalter drücken, an den Flammen vorbei, zurück zur Arbeitsbühne. Ach so. Ich weiß auch, was jetzt passiert ist und wo ich jetzt hin muss. Glaube ich zumindest. Heiß. Ah ja, ich weiß, Lara, die... Jetzt. So, Arbeitsbühne. Nach links herunterlassen und zur Passage herunter, wo Lara durchkriechen muss.
Ja, ganz richtig, zurück zum Level anfangen. Hier runter? Klar, hier war ich doch. Ja, da musst du wieder rinkriechen, zurück und musst den ganzen Weg wieder hochklettern zum Level anfangen. Ist das schön. Nur Zeit für ein Bier. Ja. Ach so, hier komme ich zum Level anfangen. Lass uns erstmal zum. Erstmal zur Kante über den Schacht springen, hochziehen, nach links gehen, zur Plattform herunterklettern. Hier gibt es das dritte Geheimnis. Bitte, Geheimnis ist jetzt hier nicht mehr weit. Ja, wo war ich jetzt hier? Die Leiter? Ja, yay! Ach, jetzt was. Was? Nee, mach ich weiter. So, mein kleiner Vogel, hoch hier. War das auch wie bei Reboot-Teil? Lara, mein kleiner Vogel. Zum Levelanfang zum umgelegten Schalter. Also jetzt bin ich langsam so ein bisschen verwirrt. Ich nicht. Alter, aber das ist gut, dass es ein Zaunert ist. Zum umgelegten Schalter zur Dachplattform springen. Naja. Genau da will ich hin. Also weißt du, wo der gemeint ist? Ja. Yep. Lara weiß es auch. Nur der Meter fehlt halt ab dem Dunkeln. Ich hab total die Orientierung verloren, Alter. Rechts, links, oben, unten, Schräg, hast du nicht gesehen, Alter. Und da einen Schlüssel und da eine Plattform und da ein irgendwas, Alter. Das ist doch ein normales. War auch eins von den Leveln, die ich so nie geschafft habe. Muss ich echt zugeben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da die Spiele aber gab es nämlich noch kein Internet, wo man das nachlesen konnte. Und dann die komplette Lösung halt mir nicht angeschafft. Ja. Ui. Außer für den vierten Teil, da hatte ich die. Ja. Umgelegter Schalter, Dachplattform. Ja. Nach rechts angeln. Naja. Und an der Passage zur Arbeitsbühne vorbei hochziehen. Solltest du nicht nach rechts angeln? Ja. Achso. Nach rechts angeln. Achso, ja, stimmt. Und an der Passage zur Arbeitsbühne vorbei hochziehen. Ich weiß das. Ja, jetzt weiß ich, was der macht. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf dem Weg. Zu verstehen, wo wir hin müssen. Jetzt zum ersten Mal zur Kante über den Schatten. Der Kerl hat die Lösung vor sich liegen. Ich nicht. Ich weiß, wo es lang geht. Er nicht. Na, da hast du ein bisschen Orientierungssinn. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in Spielen hatte ich schon immer einen ganz schönen verkorksten Orientierungssinn manchmal. Na, warte, mein Freund. Wenn hier ein Gegner kommt, allerdings nicht. Ja, der hat es gerade gewagt, Lara kurz zu beschießen. Oh, warum machst du immer so eine Faxenmädel? Was soll denn das? Hast du jetzt noch was dabei für mich? Sieht nicht so aus. Achso, hier sind wir gar nicht hinter. Stimmt, das war hier hoch.
Dann haben wir noch 5 Minuten. Ja, es ist hier unten, müsste eigentlich das Feuer jetzt weg sein. Wobei, wo? Recht. Erstmal zur Kante über den Schachtring hochziehen, nach links gehen, zur Plattform herunterklettern. Hier gibt es das dritte Geheimnis. Also, ich glaube, da wo die Flammen rausgekommen sind, da musst du dann irgendwie nach. Sein. Nach links gehen. Hm. Wo bin ich jetzt? Auf dem richtigen Weg gewesen. Ach nee, doch, jetzt ist so. Ja. Die Flammen rausgekommen sind, nach links gehen, hä? Hey? Ja, hoch, hoch dann und nach links. Ich glaub, das ist ja wirklich aus. Also hier hochgehen und nach links. Ja, könnte sein. Ja, ach. Das würde ich wollen. Festhalten ist schon manchmal eine. Ich war doch schon mal da oben. Ich war doch schon mal da oben. Rechts haben wir eine Passage zur Arbeitsbühne vorbei, hochziehen, rechts und dann erstmal zur Kante über den Schacht springen. Das ist, wie gesagt, was du gerade getan hast, richtig? Da ja. So. Hochziehen, nach links gehen, zur Plattform herunterklettern. Ach so. Eine Rakete. Wir haben eine Rakete gefunden. Dritte Geheimnis. Ja. Wieder hochklettern, in den Schacht hinunter, durch den Gang. Die Rampe herunter zur Gegenseite springen. Weiter den Gang von die Ratten erledigen. So. Hier ist allerdings 3 von 5 Geheimnissen haben wir. 3 von 5 brauchen wir noch 2. Ja, ja, runter hier. Komm, Lara. Jetzt rutschen wir runter. Guck mal. Da gegenüber musst du schon springen. Oh, nach Möglichkeit hätte ich ein bisschen Abstand genommen. Ich hab's mir schon so gedacht, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Hatten wir jetzt das Geheimnis noch einstecken? Ja, hatten wir noch. Aber darüber hier, vielleicht verlieren wir dann nicht ganz so viel Power. Na gut, okay. So, mein Schatz, fahr da runter. Jetzt kommt schon wieder mit die Musik. Okay. Also wir müssen jetzt den Gang kommen. Die Ratten. Ratten? Erstmal nehmen wir hier mit die Medipäckchen mit. Hier kommt gleich irgendwas auf uns zu, das rieche ich auch schon. Nach unten springen und links den Wachmann erledigen. Ja, ja, den höre ich schon. Na, wo ist er? Muss nach unten führen. Menschen. Ja, ja. Rechts den Schalter an der Wand ziehen. Der ist weg. Das ist doch schön. Rechts den Schalter an der Wand. Ganz durch den Gang im hinteren Wassertank rechts. Rum ins Wasser. Das hörte sich gerade gefährlich an. So.
Wasser? Wo? Hinter den Wassertank später. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Bestimmt. Oh, sieht das so aus, als wenn das wäre? Ja. Ich will bloß mal gucken, was hier, wo es hier noch weitergeht. Und dann machen wir Feierabend für heute. Hier geht's auch zum Wasser, oder? Ja. So. Rinn mit dir an viele Nass. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Weil wir sind nämlich schon durch. Jo. Und damit würde ich mich verabschieden für heute. Ich bedanke mich allerherzlichst bei Made of Hate. Ja, gerne. Ja. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.